In diesem Video möchte ich gern zeigen, wie man diese Aufgabe hier, die Aufgabe 42 zum Thema gespeicherte Energie in Octave lösen kann oder in MATLAB durch eine diskrete numerische Simulation. Was passiert hier? Kurzer Blick auf die Aufgabe. Wir haben eine Spannungsquelle, die hat eine feste Gleichspannung. Über diesen Schalter wird dieser Stromkreis geschlossen und über diesen Widerstand wird diese Induktivität aufgeladen. Ne? Wenn der Schalter offen war, dann kann da vorher kein Strom fließen. Jetzt sagt die Stromspannungsbeziehung an der Induktivität USL mal die I nach dt, dass der Strom nicht springen kann, weil dann würde das die I nach dt unendlich groß werden. Dann wäre die Spannung unendlich groß, die an der Induktivität induziert ist. Also der Strom muss sich langsam ändern. Ne? Wenn ich den Schalter zumache, muss der Strom erstmal 0 bleiben. Wenn der Strom 0 ist, fällt keine Spannung über den Widerstand ab und die ganze Spannung erstmal über der Induktivität. Dann gibt es eben eine Spannung an der Induktivität. Damit wird sich auch der Strom ändern und der Strom steigt dann eben an. Damit steigt die Spannung über den Widerstand an. Damit fällt die Spannung über der Induktivität ab. Der Strom wird aber noch größer, bis eben sich der Strom nicht mehr ändert, keine Spannung mehr über der Induktivität abfällt, die gesamte Spannung über den Widerstand abfällt, also dieser Widerstand dann den Strom begrenzt und diese Induktivität dann eben voll aufgeladen ist. Ich hatte in einem vorherigen Video schon mal gezeigt, wie man das Ganze in LTSpice lösen kann. Das Video werde ich vielleicht auch dann mal verlinken. Und hier sieht man eben genau diese Schaltung. Den Schalter hier, den habe ich mir gespart, weil ich über dieses UIC hier unten, Use Initial Condition, gesagt habe, dass der Strom am Anfang eben 0 sein soll in dieser Masche. Also das ist sozusagen, nutze eine Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung ist einfach, der Strom ist 0. Und wenn man das jetzt hier laufen lässt und sich mal hier die Quellspannung anguckt, dann bleibt die eben konstant. Die Spannung, also die Spannung UL hier hinten, die über der Induktivität, das ist die hellblaue Kurve, die fällt eben ab. Die Spannung über den Widerstand, es ist die grüne Kurve, die steigt an, genauso wie der Strom. Und ja, und dann war ja hier noch gesucht, wie groß ist die Energie. Dafür kann man sich die Leistung an der Induktivität anschauen. Die hat eben diesen Verlauf und diese Leistung über die Zeit integriert ergibt eben eine Energie. Und das waren 225 Mikrojoule. So, und die würde ich jetzt auch tatsächlich noch mal ganz gern in MATLAB ausrechnen und oder in Octave. Dafür wechsle ich mal hier rüber und mach mal einen Editor auf. Und oh, hier sind noch irgendwie andere Lösungen zu sehen. Die mache ich mal zu, mach mal eine neue auf und fange wie so üblich mit einem Clear All und einem Close All an. Also alle Variablen löschen, alle Abbildungen schließen. Und dann brauchen wir erstmal die Werte aus der Aufgabe. UQ sind 24 Volt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das war laut. Der Widerstand sind 800 Ohm, die Induktivität sind 0,5 Henry. Also R sind 800 Ohm, L sind 0,5 Henry. Die Einheiten hier lasse ich natürlich alle weg. So, dann möchte ich hier ganz gern im Zeitbereich simulieren. Das heißt, ich muss mir jetzt mal irgendwie Zeiten ausdenken. Das habe ich in dem anderen Video auch schon erklärt. Wenn man die Induktivität in Henry, vielleicht kann ich jetzt diese Zahlenrechnung hier nochmal kurz daneben schreiben, auch um das mit den Einheiten klar zu machen. Sehr witzig. Okay. So, also, wenn ich sowas wie die Zeitkonstante ausrechnen möchte von diesem Ausgleichsvorgang, dann ist die, also warum das so ist, ergibt sich aus der Lösung von Zahlgleichungen, aber sozusagen die, wenn man es einfach mal ausrechnet, sieht man, da kommt eine Zeit raus, nämlich wenn ich 0,5 Henry rechne durch die 800 Ohm, dann muss man wissen, Henry sind Voltsekunden pro Ampere und Ohm sind Volt pro Ampere. Dann kürze ich genau Ampere gegen Ampere und Volt gegen Volt. Und dann bleiben da Sekunden über. Und das ist sozusagen so ein Maß dafür, wie lange ungefähr das dauert, dieses Aufladen, Entladen in dieser Schaltung. Und naja, also,
weil nur dann, wenn man L durch R rechnet, da Sekunden rauskommt, ist das sozusagen ein ganz guter Ansatz, sich zu überlegen, L durch R zu rechnen. Also das nenne ich Tau, das ist die Zeitkonstante L durch R. Und da kommen eben irgendwelche Sekunden raus. Und in dieser Zeitkonstante, also das ist eben die Zeitkonstante von diesem Ladevorgang. Nach ungefähr 3 von diesen Zeitkonstanten ist der Ladevorgang schon ziemlich gut vorbei. Nach 5 sozusagen fast vollständig, nach 10 nahezu total. Also baue ich mir jetzt so einen Zeitbereich zusammen und sage, ich nehme jetzt für meine Simulationszeiten, ich fange bei 0 an. Da nehme ich ein Zehntel von diesem Tau als Schrittweite und 10 mal Tau nehme ich als Endzeit. Das soll meine Zeit sein. Und über diese Zeiten lasse ich jetzt eine Schleife laufen. Und die Schleifenvariable nenne ich n und die läuft von 1 bis zu der Länge von diesem t. Also so viele Zeitschritte, wie ich habe, ist das die Schleife. So, jetzt muss ich hier irgendwie das mal wegmachen. Die Leerzeichen. So, und in der Schleife überlege ich mir jetzt, was in meiner Schaltung passiert. Dafür nehme ich vielleicht mal das hier so rüber und packe mir das hier auf die andere Seite und mache mal hier Windows Tile Vertically. Dann sehe ich hier nämlich ganz gut die Schaltung. Also, was man jetzt machen kann, ist sich zu überlegen, ich kenne diese Quellspannung. Ich kenne auch den Strom. Also ich habe so eine Anfangsbedingung, der Strom zum Zeitpunkt 0, also für den ersten Zeitschritt, der soll auf jeden Fall 0 sein, weil vorher war ja dieser Schalter geschlossen. Vielleicht kann ich das auch hier so machen. Dann sieht die Schaltung vielleicht ein bisschen hübscher aus. Mache ich mal hier die Lesezeichen weg. Okay. So, also zum Anfang war der Schalter offen, der Strom ist 0. So, wenn ich den Strom weiß, der hier fließt, dann kann ich natürlich auch die Spannung über den Widerstand ausrechnen. Also UR von N ergibt sich aus dem I von N mal R. Das ist einfach das Ohmsche Gesetz, was da steckt. Also ich weiß am Anfang den Strom, den kann ich hier einsetzen, den mal R rechnen, kriege ich die Spannung über den Widerstand raus. So, wenn ich die Spannung über den Widerstand weiß und die Quellspannung weiß ich auch, dann kann ich die Spannung über der Induktivität ausrechnen. Dazu brauche ich einfach einen Maschensatz. Also UL, die Spannung über der Induktivität von N in Abhängigkeit der Zeit, ergibt sich aus der Quellspannung hier oben, aus dem UQ minus dem UR. Das ist einfach ein Maschensatz. Der Maschensatz in dieser Masche hier. So, und jetzt muss ich hier mal vielleicht noch ein bisschen was aufschreiben. Also das, was ja an der Induktivität gilt, ist UL von T ist L mal DI von T nach DT. Das ist der Strom. Hier ist der jetzt als Gleichstrom eingetragen. Ich trage jetzt nochmal einen als zeitabhängigen Strom. Das ist die zeitabhängige Spannung, die über der Induktivität abfällt. So, und die Gleichung kann ich jetzt natürlich mal auch in Richtung des Stromes umstellen, ja, indem man das dt hier rüberholt auf die Seite und dann im Prinzip auf beiden Seiten integriert und noch durch das L teilt. Dann kommt da andersrum raus. Das schreibe ich jetzt mal hier drüben hin. I von t, also der Strom in der Induktivität, ergibt sich aus 1 durch L und dann das Integral UL. Mein Computer leckt heute wieder ein bisschen, das ist hier sehr langsam. UL von t dt. Ich darf nicht so schnell schreiben. Okay, also irgendwie Spannung integriert über die Zeit, geteilt durch die Induktivität, ergibt den Strom. Kann man sich auch wieder mit den Einheiten, ne, Henry sind Volt Sekunde pro Ampere und das sind dann Ampere durch Volt Sekunde, mal Volt mal Sekunde ergibt genau ein Ampere hier drüben auf der Seite, dass das so passt. Und
Die Idee jetzt, also ne, die Schwierigkeit, das zu lösen, liegt ja in dem Integral hier oder liegt eben in der zeitlichen Ableitung. Und die Idee jetzt von meiner MATLAB-Simulation ist eben so kurze Zeitschritte zu nehmen, also vielleicht ist das Tau Zehntel auch noch ein bisschen lang, vielleicht nehmen wir auch einfach Tau Hundertstel, zu sagen, ein Zeitschritt in dieser diskreten numerischen Simulation ist so kurz, dass ich eben sagen kann, in diesem kurzen Zeitschritt ändert sich die Spannung praktisch nicht. Die Spannung hängt nicht mehr von der Zeit ab, sondern die bleibt konstant und ich kann die einfach vor dieses Integral ziehen. Also ich nähere das an, indem ich sage, das ist UL, konstant sozusagen, mal irgendwie so einen kurzen Zeitschritt, den nenne ich Delta T. Das ist praktisch das, was hier drüben, mein Tau Zehntel, und dann einfach durch L. So, und das ergibt natürlich nicht den Strom, sondern es gibt sozusagen die Stromänderung. Irgendwie so ein Delta I. Also ich kann sagen, ich kriege meinen neuen Strom raus. Ich muss mal diese Zoom-Leiste, kriege ich die irgendwo anders hingeschoben? Ja, kann man die auch? Ah ja, dann wird die auch, geht die auch quer. Also ich kriege den Strom zum Zeitpunkt t plus Delta t raus, indem ich dieses Integral da approximiere und einfach den alten Strom dazu rechne, i von t. So, und das genau schreibe ich mir jetzt hier drüben in mein Dings rein. Also, ne, wir kriegen den neuen Strom raus, den Strom zum Zeitpunkt n plus 1, indem ich rechne UL von n mal Delta T. Also das hier oben nenne ich vielleicht mal jetzt nochmal wirklich Delta T. Das soll mein Tau Zehntel sein. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich Tau Hundertstel nehme, weil das dann noch ein bisschen genauer wird. Also mal Delta T durch L und dann plus den Strom, den wir vorher hatten, plus den Strom In. So, und damit stecken jetzt hier in dieser Schleife alle Gleichungen drin, die dieses Netzwerk beschreiben. Wir haben Ohmsches Gesetz, wir haben einen Maschensatz und wir haben die Stromspannungsbeziehung an der Induktivität, praktisch das Induktionsgesetz. Und das ist alles, was wir hier in diesem Netzwerk brauchen. So, jetzt kann ich das im Prinzip damit durchlaufen lassen. Und das mache ich vielleicht erstmal und gucke mal, ob das funktioniert. Also ich nenne das mal Aufgabe 42 und lasse das mal durchlaufen und guck mal ins Befehlsfenster rein. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. So, dann kann ich das vielleicht mal plotten und kann eben sagen, in Abhängigkeit der Zeit plotte ich mal UR und UL. Und den Strom spare ich mir mal jetzt, weil, naja, der ist einfach, der sollte einfach konstant sein zu der Spannung hier. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. So, und weil ich ein ordentlicher Wissenschaftler bin, beschrifte ich noch die Achsen und sage, das ist die Zeit in Sekunden an der X-Achse und an der Y-Achse. Das ist eine Spannung in Volt. Und weil wir jetzt ja schon mehrere Kurven drin haben, es ist nicht schlecht, die noch zu benennen. Also das erste ist UR von T und das zweite ist UL von T. Okay, dann lasse ich mal das hier noch ausführen und dann sollte ein Plotfensterchen aufgehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oha. Ist alles bei 24 Volt. Also irgendwas funktioniert hier noch nicht so richtig schön. Vielleicht muss ich mir mal die Werte angucken. Ich habe das Gefühl, er ist auch noch nicht hier richtig fertig mit Plotten. Vielleicht habe ich ihn auch gerade gekillt, weil ich irgendwo einen Denkfehler drin habe. Ich mach mal Steuerung C. Okay, also gucken wir uns das mal erstmal an, was hier passiert ist, oder ich mache mal den. Also wir haben 1000 Werte, das sollte eigentlich klappen und hier werden die auch irgendwie kleiner und da werden die größer.
Und das T sind auch 1001 Werte. Also ich gucke mal kurz rein, was da so drin steht. Ich gucke mal in die Zeiten rein. Die sehen ganz gut aus. Und dann gucke ich mal in das UR rein. Die ersten 10 Werte, die sehen irgendwie auch ganz gut aus. Die Spannung an dem Widerstand wird größer und die Spannung an der Induktivität wird kleiner. Scheint mir irgendwie suspekt, dass das nicht, ach so, dass das nicht richtig plottet. Klar, ich muss das von N hier wegmachen. Das war der Fehler. Okay, naja, also ab und zu muss man ja auch mal kurz nachdenken. So, markierten Quellcode ausführen. Da sieht das doch schon viel besser aus. Das ist jetzt genau das Diagramm, was ich erwarten würde. Und ich packe mal noch ein Gitternetz dazu. Und dann sieht das doch schon auf jeden Fall ganz hübsch aus. Also die Spannung über den Widerstand in Blau steigt an, die Spannung in der Induktivität in Rot fällt ab. Genau das, was man jetzt erwarten würde. Okay, dann zurück zur Aufgabe. Wie groß ist die in der Spule gespeicherte Energie, nachdem der Strom seinen stationären Endwert erreicht hat? Und wie kriegen wir das raus? Also wir können jetzt die Leistung in der Spule ausrechnen. Ein PL, indem wir einfach den Strom nehmen und mal die Spannung an der Induktivität rechnen. Und da das ein Vektor ist und da das ein Vektor ist und wir die aber elementweise miteinander multiplizieren wollen, muss da so ein Mal dazwischen. Also das ist einfach die Formel für die Leistung. Ja. Okay, und das, was ich vorher noch machen muss, ist das sieht man hier auch an der Seite. Irgendwo sollte hier der Strom stehen, auch in dieser Liste hier drin hier. Der hat einen Wert mehr. Also weil ich am letzten Schleifendurchlauf dem noch einen oben drauf gebe, das darf nicht sein. Also muss ich mal hier sagen, Strom ist Strom von 1 bis end minus 1. Damit lösche ich eben den letzten Wert wieder raus. Also wenn ich das mal hier ausführen lasse, diese Zeile, dann sieht man, jetzt ist der Strom hier auch nur noch 1000 lang oder 1001 mal 1001 Werte. Das sollte funktionieren. Und dann kann ich vielleicht auch noch mal diese Leistung da plotten. Also mache ich mal eine zweite Figur auf. Nenne das hier auch mal Figure 1. So, und in Figure 2 packe ich einfach diese Leistung rein. PL, und das ist eine Leistung in Watt. Und lass auch das mal ausführen. Dann geht ein zweites Plotfenster auf und dann sieht man, okay, das sieht auch so aus wie die Kurve, die wir vorher mal in LTSpice gesehen haben. Ich mache das hier mal noch mal größer und mache auch hier noch mal Teil horizontally. Ja, also das, was oben in dem Diagramm die pinke, lilane Kurve ist, das ist jetzt die hier unten. Dann sieht man, dass das auch mit der Skalierung ungefähr passt. Die geht hier vielleicht so auf 180 Milliwatt hoch und die habe ich hier auch. Und von der Zeitskalierung ist das natürlich auch so ziemlich das Gleiche. Okay, so, also wir haben jetzt eine zeitabhängige Leistung. Jetzt wäre es natürlich irgendwie nett, noch auf die Energie zu kommen. Und diese ganzen Leistungen im Prinzip aufzuaddieren, aufzuintegrieren im Sinne einer Energie. So, und dafür kann man Integration zum Beispiel mit der Trapezregel nutzen. Dafür gibt es eine Funktion in MATLAB und in Octave, die nennt sich TRAPS. Und dieses TRAPS funktioniert so: man gibt dem x-Werte und man gibt dem y-Werte und dann rechnet das eben genau das Integral aus, von der Funktion y nach x integriert und kommt da raus. Ja, und das nutzen wir jetzt in der Form. Also wenn wir die Leistung integrieren über die Zeit, dann kommt die Energie raus. So sollte das funktionieren.
Also gehe ich hier mal wieder in meinen Editor und sage, die Energie bekomme ich raus, Traps. Meine x-Variable ist die Zeit, die y-Variable ist das PL, die Leistung der Induktivität. Und dann kommt da diese Energie raus. Und dann lasse ich das einfach ausführen. Und jetzt gehen natürlich diese zwei Plotfensterchen auf, wieder für die Strom und Spannung und für die Leistung. Und wenn ich in das Befehlsfenster gehe und mal runter scrolle, dann ist hier unten auch die Energie, nämlich ja, 200, also ja, 2,2 mal 10 hoch minus 4. Und wenn ich das mit dem Wert in LTSpice vergleiche, hier wieder mit der Steuerung-Taste oben drauf geklickt, das waren 225 Mikrojoule. Ich gehe auch nochmal in das Aufgabenheft rein und klicke mal hier auf die Ergebniskontrolle und scroll runter zur Aufgabe 42. Dann ist hier auch was von 0,225 Milliwattsekunden oder Millijoule die Rede. Das wäre jetzt natürlich irgendwie nett, wenn ich das auch in meinem Octave hier noch hinbekomme. Also um das jetzt von Joule in Millijoule umzurechnen, müsste ich mal 10 hoch 3 rechnen. Dann sieht man schon mal, okay, das kommt dahin, wo wir hier sind. Wenn ich das in Mikrojoule haben will, müsste ich es natürlich mal 10 hoch 6 rechnen. Dann komme ich auf 223. Ich komme nicht exakt auf 225, sondern auf 223,85. Warum? Naja, einfach Rundungsfehler, Rechenfehler. Ne? Die Näherung, die wir hier gemacht haben, also die Näherung, die noch hier drüben steht, das Integral anzunähern durch einfach diese Summe, ist eben nicht super perfekt. Und auch das, was hier im letzten Schritt passiert, also dieses Integral auszurechnen, auch wieder durch eine Summe, durch diese Trapezregel, ist eben auch nicht perfekt. Man kann dem jetzt bestimmt ein bisschen helfen, indem ich einfach noch kleinere Zeitschritte nehme. Ja, also jetzt hatte ich eben 1000 Zeitpunkte. Wenn ich das nochmal um Faktor 10 kleiner mache, dann komme ich auf 10.000 Zeitschritte. Dann erhöhe ich den Rechenaufwand, erreiche damit aber potenziell eine bessere Genauigkeit. Also nochmal kurz ausführen, dann sieht man, okay, an den Verläufen hat sich nichts geändert, gucke ich ins Befehlsfenster rein, na, jetzt bin ich hier schon dichter dran gekommen, ja, also wenn ich jetzt nochmal das hier in Millijoule-Sekunden umrechne, dann bin ich jetzt ungefähr genauso genau, wie das in dem LTSpice der Fall war. Also nochmal kurzer Check hier. 224, naja, also hier liege ich noch ein bisschen näher da dran. Naja, und woran liegt es? Das LTSpice rechnet dann vielleicht doch ein bisschen genauer, nutzt anderes Verfahren für diese numerische Integration und nimmt nicht so ganz die ganz, ganz einfache Formel, die hier drüben steht. Aber ansonsten ist das jetzt hier eine, naja, nicht allzu komplizierte, ja, also hier stehen keine wahnsinnig komplizierten Formeln drin und ansonsten, ja, eben sehr schöne, sehr einfache, aber numerische Lösung dieser Aufgabe 42 in Octave oder MATLAB.